So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir Super Expert versucht und nicht geschafft, und diesmal möchte ich das nochmal versuchen. Was heißt nicht geschafft? Wir sind bis 2 gekommen. Ja, und mein Ziel ist ja, über die 3 zu kommen. Das ist ja mein Rekord. Allerdings mache ich das halt aktuell wieder im No-Skip, weil ich möchte schon die Level spielen. Alle. Und wer. Das ist ein Anfang, der mir nicht gefallen. Ach so! Ich habe verstanden, wie das. Okay, ich habe verstanden, wie das Level. Ich habe nicht gecheckt. Ich habe verstanden, wie das Level funktioniert. Das ist ganz kurz. Das ist ganz kurz. Und es geht immer nur um durch Lücken zu springen. Oh no. Ah, wie viel kommt danach noch, ist die Frage. Wie viel kommt danach noch, ist die Frage. Wie knapp ist es, ist die Frage. Nein! Nein! Ach Mist, Mann! Ja, super. Oh je. Guter Start auf jeden Fall in so einen Part. Ah, ich hab's doch vorne, hab ich's doch geschafft. Hätte. Joi. Hä, was? Wie? Wohin muss ich denn dann? Brauche ich auch noch Geschwindigkeit, dass ich dann noch ordentlich rüberkomme zum Ziel? Oh Gott. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Das schaltet schon vorbei. Alter. Wie mache ich das am blödsten? Ich komme halt immer von der Pfeil dann wieder von der Pfeiltaste wieder runter. Wie steuert man das am blödsten? Vielleicht ist es mit dem Controller-Stick besser? Nee, da kann ich das recht nicht ducken. Nee, ich muss es mit dem Pfeilen machen. Oh je. Ach Gott, aber ich komme wieder runter von dem Pfeil. Ah, oh, ja, da verkrampft meine Hand ja komplett. Kann man nicht einfach klein bleiben? Alter! Das Doofe ist halt hier das Zeitlimit, ne? Wenn das nicht so knapp wäre, könnte man ja zumindest ein bisschen rumprobieren. Aber ich kann halt nicht rumprobieren. Ich muss halt ordentlich direkt durch. Scheiße. Ah. So ein guter Start. Oh, dann versau ich den wieder.
Ich könnte auch gleich den Run beenden eigentlich. Ihr habt euch ja doch schon gar keine Lust mehr auf das Level. Nee, komm, start mal von vorne. Das ist mir zu dumm. Das ist mir zu dumm. Was zur Hölle? Das regt mich auf. Das regt mich auf. Ah. Oh. So, was haben wir hier? 10 Sekunden Speedrun. Okay. Ja. Hat noch nicht ganz funktioniert. Ja, so halt nicht. Ah, mein Gott. Ich muss halt den Dings erwischen, das Springboard. Oh, dann muss ich den aufsetzen. Oder was? Wahrscheinlich. Ja gut, das hätte funktionieren können, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Leider war ich dumm. Ach so, der kommt gar nicht... Ah, der gibt mir den eigenen, okay. Ah nein! Oder soll ich den nicht aufsetzen und der soll da unten den anderen Notenblock auslösen? Doch. Okay, dann geht's in die Tür. Und dann keine Ahnung. Dann ist die Zeit schon rum. Oh. In die Lücke gesprungen. Ups. Ich wollte nicht in die Lücke springen. Ich schwöre. Brauche ich den Helm noch? What? Nein, er hat noch so ein Zeitdings ans Ende gebaut. So eine Zeitabfrage. Oh, ich hasse sowas. Das heißt, ich darf wirklich überhaupt keine Zeit verlieren. Oh, mein Gott. Cool. Mach doch sowas nicht. Das war viel zu langsam.
darf da kein Stück, kein Sekündchen noch warten. Direkt weiter, direkt weiter. Oh, nicht in die Lücke, nein. Wenn ich da reintreffen müsste, würde ich nicht reintreffen, ne? Und jetzt treffe ich zweimal hintereinander rein. Mann. Ah, kann ich das mit einem Sprung machen? Den Schlüssel lösen und direkt rüber zur Tür. Gute Frage. Nächste Frage. Schaffe ich das Level überhaupt? Na, ich stoße mir den Kopf. Ich muss nochmal abspringen neu. Ich muss nochmal neu abspringen. Ah, die Zeit! Gott! Noch schneller kann ich nicht. Scheiße. Es reicht nicht. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Wo kann ich denn noch Zeit sparen? Wo kann ich da denn noch Zeit sparen? Jetzt zeigt sie drei noch an. Ich bin ein kleines Stückchen schneller gewesen. Ganz kleines Stückchen. Alter. Okay. Cool. 10 Leben übrig. Nach einem Level. Das ist, was ich suche. Aber das Level war gut. Wobei, eigentlich bin ich kein Freund von diesen Zeitdingern am Ende. Das ist so... Ach du Scheiße. Welcome to the dark side. Das ist nicht... Oh, ja. I tried. Ist das ein Troll-Level, was dunkel... Oh. Ist das ein Troll-Level, was dunkel ist? Ist das dein Ernst? JC? Mach dich weg. Wow. Ich bin ein Held. Nein, ich wollte ihn auslösen. Und gucken, ob er zurückkommt. Ja. Hä? Wo muss ich hin? Alter, das kann man doch im Dunkeln nicht spielen. Ich sehe, ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll. Verarschen hier? Was ein Blödsinn.
Was ein kompletter Blödsinn. Wie soll man das denn spielen? Wie? Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Also in dem Part haben wir bisher nur, fast nur Mistlevel. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Der Speedrun, der 10 Sekunden Speedrun war kein Mistlevel. Der war okay. Den nehme ich. Der ist in Ordnung. Aber alles andere? Dieses Pilzlevel am Anfang? Und das gerade? What the heck? Ja, genau dahin wollte ich. Ich bin halt einfach für alles zu blöd gerade. Das gibt's doch nicht. Muss ich da irgendwas auslösen oder was ist da mit diesem Block? Ist der wichtig oder nicht? Ja, der ist wichtig. Z! Da stand Z! Scheiße. Da stand Z. Okay. Und dann müssen wir auf einer Bombe wieder spinjumpen. Das liebe ich ja. Meine Lieblingstätigkeit, auf einer Bombe spinjumpen. Falls ihr es noch nicht wusstet. Besser. Schlechter. Nice. Komplett verfehlt das Ding. Aber das Level fühlt sich gut an. Da ist nichts unfair. Das ist alles fair. Es ist komplett eigenes Verschuld, wenn ich hier versage. Wie fair die Zeit ist, müssen wir noch gucken. Oh. Aber so weit fühlt es sich erstmal fair und machbar an. Ah, zu langsam. Okay. God dang it. Da war ich zu ungeduldig, aber das, ich habe halt nicht so viel Zeit, das ist das Problem. Ich habe halt nicht so viel Zeit, ne? Das gibt's doch nicht, dass ich diesen Sprung jedes Mal verhau... Wait, Moment mal. Bin ich wirklich schneller? Anstatt so... Oh, ach so, das sind Blöcke. Ah, deswegen hat sich die ganze Zeit was ausgelöst. Ja, verstanden. Okay, bessere Zeit.
Komm schon! Yes! 3 Leben mitgenommen! Oh boy. Puh. Schönes erstes Level. Auch viele Leben verloren, aber insgesamt okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir nicht, der Name. Nice. Bitte keine Shelljumps. Oh, da kommt direkt der nächste. Ei! So schnell kann ich gar nicht gucken, wie das alles passiert hier wieder. Ich hätte nicht drücken sollen, ne? Huh. Ach, da hoch muss ich... Jetzt habe ich es gesehen. Puh. Das habe ich noch nicht verstanden gehabt vorhin. Hä? Wieso hat der jetzt nicht getroffen? Ah. Ach so, viel zu spät geworfen, verstanden. Verstanden. Ich bin so blöd. Nicht da schon werfen, warten, ein Stückchen warten. Rückwärts werfen dann. Nein! Oh, komm schon. Gut. Hä? Ach, Alter. So schnell kann ich nicht schalten, wie ich wieder Leben verliere hier. Ich warum mache ich das? Ach, komm. Das wird jetzt aber ein Level, wenn wir an dem Level scheitern, das würde ich spielen wollen. Also das würde ich mir dann nochmal anschauen. Weil das ist cool. Nein, ich hätte da... Hätte ich von oben auch noch mal reinpfeffern... Ja, weiß ich selber, dass ich hier nicht rein soll. Hätte ich von oben auch noch mal reinpfeffern können, das Ding. Ja, das Level ist cool. Nur halt nicht gut geeignet für einen Expert... Super-Expert-One. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man den da bekommt. Aber das Level an sich ist super cool. Okay. Da springen wir dann ein paar Mal hoch und runter. I guess. Nein! Mein Ernst. Oh.
What? Ich dachte, ich musste irgendwas hochwerfen. Sah anscheinend doch nicht. Ah! Anscheinend doch nicht. Nein! Komm schon. Schaffen wir es im Rahmen dieser Leben noch oder erst im Nachgang? Werden wir rausfinden. In 4 Leben. Spätestens. In spätestens 4 Leben haben wir das rausgefunden. Nein, das war nicht gut. Das war schlecht. Das war schlecht. Den darf ich nicht verlieren. Ah. Hä? Was passiert hier? Wo ist die letzte 50er Münze? So viel dazu. Jetzt bin ich komplett irritiert. Mir fehlt eine 50er Münze. Was hat das hier Ding hier für eine Clear Weight eigentlich? Ja. Muss man dazu noch irgendwas sagen? Ah, und das da hier auch. Ja, alles klar. Alles klar. So, aber das hier schließen wir ab. Das hier schließen wir ab. Wir waren ja fast am Ende. Ich habe nur die letzte 50er Münze irgendwie verpasst. Wo habe ich die denn verpasst, verdammt? Da, wo ich den hochwerfen muss. Da, wo ich den hochwerfen muss, ne? Genau da nämlich. Da ist irgendwo nur so eine Wolke gewesen. Ich wette, wenn ich den da hochwerfe, hier, dann ist da eine Coin. Oh mein Gott, jetzt habe ich 2 von 5. Ah, oh, wieso finden wir das denn jetzt? Ah. Jetzt war ich auch schnell genug. Oder auch nicht. Okay, ein bisschen schneller noch. Ach man, wieso habe ich das denn nicht sofort rausgefunden? Erst ist ärgerlich. Guck mal, wie schön ich das Level spielen kann. Wenn es um nichts geht. Mann, ist das ärgerlich. Oh, ja, blöd. Das hier war jetzt sehr doof. Mann, ist das ärgerlich. Okay, aber das Level schließen wir ab. Wie gesagt, das Level ist cool. Das kriegt auf jeden Fall gleich noch ein Herz. Kriegt's jetzt gleich, bevor ich es noch vergesse. Oh, das war nix. Das hat nicht funktioniert. Ich hasse diesen Anfang. Und ich darf nicht strugglen. Das haben wir jetzt gemerkt. Also ich muss wirklich schnell sein am Ende. Da kommt es dann wirklich drauf an.
Nee, das war schon wieder zu knapp. Ich hab angehalten, ich hab's gemerkt. Das riskiere ich nicht. Gut. Okay. Kann ich noch schneller sein? Eigentlich doch nicht. Was soll ich denn noch tun? Lauf, Forest, lauf! Runter, 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 runter. Komm schon! Yes! Ja, wie viel mehr Leben haben wir jetzt gebraucht? 5, 6 oder so, ne? Eieieiei, aber sehr schönes Level. Sehr schönes Level. Sehr schöner Speedrun. Leider nichts für Super Expert gemacht, logischerweise. Aber sehr schönes Speedrun. Hat mir gefallen, das Level. Aber wie gesagt, leider nichts für Super Expert. Für Super Expert war es leider. Naja. Machst du nix. Wenn es halt kommt, kommt's. So. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Schließe die Aufnahme ab und die Aufnahmesession. Was haben wir gemacht in dieser Aufnahmesession? Wir haben mit den paar kleinen Leveln angefangen, die hier bei meinen Erstellern waren. Unter anderem war da Drake's Level dabei, was ich leider jetzt noch nicht gespielt habe komplett, weil es mich frustriert hat. Und dann haben wir ein paar Expert Runs gemacht. Super Expert Runs. Okay. Danke fürs Zuschauen und tschüss.